Payet spuckt große Töne. Nach seinem zweiten Tor im zweiten EM-Spiel strotzt Frankreichs Torjäger vor Selbstbewusstsein. In beiden Partien erzielte er späte Tore und wurde zum Mann des Spiels gewählt. Er habe heute wieder den Unterschied gemacht, sagte der Offensivspieler nach dem Sieg gegen Albanien. Frankreich schaffte durch den zweiten Erfolg den Einzug ins Achtelfinale. Er sei froh, dass das gelungen sei. Der Teamspirit sei sehr wichtig gewesen, sagte Payet. Kruse vor dem Absprung. Der Abgang von Max Kruse vom VfL Wolfsburg steht kurz bevor. Der 28-Jährige würde die Grün-Weißen gerne verlassen, das bestätigte Klaus Allofs im Kicker. Max habe den Wunsch an den Verein herangetragen, nach anderen Lösungen zu suchen, sagte Allofs. Angeblich schwebt dem Angreifer ein Wechsel ins Ausland vor. Andere Vereine werden für Kruse eine Menge Geld überweisen müssen. Man würde Max sicher nicht um jeden Preis ziehen lassen, ergänzte Allofs. Mourinho nur wegen Pep Guardiola bei United. Owen Hargreaves, der bei beiden Clubs spielte, ist überzeugt davon, dass Jose Mourinho nur den Job bei Man United bekommen hat, weil Pep Guardiola bei Man City ist. United sei noch vor ein paar Monaten nicht restlos begeistert davon gewesen, ihn zu engagieren, sagte Hargreaves bei Sport1. Aber Guardiola bei City habe ihnen Angst gemacht. Mourinho werde das Team so hinbekommen, dass es wenige Spiele verlieren werde, so könne er den Abstand zu City überschaubar halten. Kroaten wollen sich betrinken. Trainer Ante Čačić hat bei einem vorzeitigen Einzug der Kroaten ins EM-Achtelfinale eine Party angekündigt. Wenn man gewinne, werde man die Qualifikation für die K.O.-Runde gemeinsam feiern. Man werde sich betrinken. Er denke, 2-3 Bier würden dafür schon reichen, so der Coach vor der Partie gegen Tschechien mit einem Augenzwinkern. Der Welt kämpfen um $250.000 Preisgeld. Das Finale zum ersten Mal live und exklusiv im deutschen Free TV. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.